Servus Pyrrhus, herzlich willkommen zu einem neuen Testvideo heute für euch im Test die Junior-Fontäne von Funke. Ich habe sehr, sehr viel Gutes gehört, sie aber selber noch nie gesehen oder getestet. Ich freue mich da jetzt sehr drauf. Wir haben hier insgesamt 6 verschiedene kleine Fontänen drin und eine Gesamt-NEM von 45 Gramm. Es gibt hier 6 verschiedene Fontänen drin. Silberchrysantheme, Kornblume, Weißblinker, Goldchrysantheme, Reisblüte und Grünblinker. Also, wie edel klingt allein das schon. Preis findet ihr natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Wir machen jetzt hier mal ganz kurz noch die Schachtel auf und schauen sie uns mal an. Oh, und so sehen die Teile aus. Sehr, sehr schön. Da freue ich mich jetzt wirklich sehr drauf, diese ganze Schachtel hier zu zünden. Wir testen sie. Auf geht's. Viel Spaß beim Test. So, Funke Junior Fontänen. Ich bin sehr gespannt. 6 verschiedene kleine Fontänen. Ja, los geht's. Nach den Silberfontänen hat man sich einmal ersehnt, dass Funke bunte F1-Fontänen rausbringt. Jetzt ist es soweit. Allein schon von außen sehen sie richtig schön aus, wie ich finde. Ja. Arbeiten wir uns mal von links nach rechts. Und zwar haben wir hier die Grünblinker Junior-Fontäne. Wow. Cool. Ob dieser Knallstein damit reingehört hat? Kleine Überraschung. Aber sehr, sehr vielleicht. Schön, ja. Ja, und auch die Brenner erstaunlich lang. Ja. Als nächstes Junifontäne Silberchrysantheme. Leises Crackling. Und nochmal. Oh ja. Machen auch die Umgebung schön hell. Ja. Das gleiche jetzt als Goldchrysantheme. Ah, das sieht schon sehr schön aus, ja. Alter. Also da hat Funke schon echt neue Maßstäbe gesetzt im F1-Bereich. Also jetzt mal nicht Büskmann, ne? Aber solche mit ein bisschen längerer Brenndauer hast du als normalen F2-Fontäne oder so, ne? Ja. Also das ist schon krass. Sticht wirklich heraus aus der Masse. Jetzt kommt die Reisblüte. Mhm. Was ist eine Reisblüte? Das werden wir jetzt sehen. Schaut sehr elegant aus. Ja. Nicht nur so eine stumpfe Silberfontäne, sondern so kleine Schweifsterne, wo wegfliegen, wenn man das so sagen kann. So, jetzt haben wir Kornblume. Erst der Reihen, jetzt das Korn. Vorher Reis, Korn, jetzt haben wir alles drin. Aber Kornblume müsste blau sein. Oh ja. Oh wow. Was ist das denn für ein Blau? Vor allem trotzdem wie langstehend auch zum Teil. Sehr, sehr. Ich meine, schau dir mal die Brenndauer an. Für eine F1-Fontäne und gleich bleiben, nicht dass am Anfang ein paar blaue Sterne rauskommen. Ja, ich meine von. Also das war jetzt fast meine Lieblings. Diese Smiley Megapack sind ja auch so blaue Fontänen, aber da kommen 5 blaue Sterne raus und der Rest ist nur Goldfontäne. Ja, eben. Also das ist ja Wahnsinn. So, und jetzt haben wir noch die Weißblinker zum Schluss. So ein F1 auch also,
Das ist ja wirklich der absolute Wahnsinn. Die 1000 Silbertaler. Diese Fontänen, das ist ja wirklich gigantisch. Also das muss man wirklich sagen. Das ist neuer Maßstab im F1-Bereich. Die Effektvielfalt in diesem Set drin. Absolut. Hochkarätige Effekte, Brenndauer absolut top. Und der Preis, ich sehe den in der Videobeschreibung, aber 4 Euro irgendwas oder was? Also wenn man wahrscheinlich auf die einzelnen Fontänen umrechnet, dann ist es nicht teurer, im Gegenteil eher sogar günstiger als dieses Smiley Maxi und Megapack, auch wenn das schon sehr schön ist. Das toppt das nochmal. Wahnsinn, also wirklich klasse, was Funky hier rausgebracht habt. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr die auch schon getestet habt und wie sie euch gefallen haben. Ich fand sie mega geil. Ja, wir sehen uns bald zu einem neuen Video wieder. Dankeschön, ciao, macht's gut.